So, bist du ready? Bin ready. Ja, können wir? Auf geht's zu Rico. Wie geht's dir? Hallihallo Freunde und herzlich willkommen im neuesten Video. Wir sind gerade in Pächter. Hi. Und jetzt wird gleich erstmal gegrillt. Wir sitzen jetzt hier gleich bei Rico. Heute ist ja Himmelfahrt. Die meisten von euch sind wahrscheinlich irgendwie feiern, beziehungsweise die Leute, die diesen Kanal schauen, die sind vielleicht auch da noch nicht feiern. Aber auf jeden Fall ist an Himmelfahrt ja immer ordentlich was los, die ganzen Vatertagstouren und sowas alles. Und wir haben uns überlegt, wir grillen zusammen, danach gehen wir aufs Festival. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mitgehe. Wir müssen uns das nochmal genau überlegen. Ich habe mich verletzt am Rücken, gestern beim Training. Darüber werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Aber jetzt müssen wir erstmal Moin Moin sagen. Moin Moin! Moin! Was für ein Brüllaffe? Du bist ein Brüllaffe. Dein Hund hat mich schon begrüßt, Mann. Mein Bruder, jetzt bin ich dran. Dadrund. Dadrund. Hallo. Freunde. Sehr schön. Rampensau. Richtige Rampensau-Trunks. Ja. Das ist eine Kamera. So Freunde, das erste Mal dieses Jahr grillen für uns beide und wir haben einfach mal so ultra Bock darauf. Ist für uns auch die erste Mahlzeit, das heißt, jetzt gibt es sozusagen unser Frühstück. Frühstück vom Grill. Auf jeden Fall wird jetzt hier sehr ausgiebig gegrillt und gegessen und danach geht es zum Festival. Aber ihr kennt ja noch meinen Süßkartoffel-Hack und wir haben uns überlegt, okay, wir machen uns zum Grillen eine Süßkartoffel mit dabei. Schaut euch das mal an. Und zwar haben wir dann hier noch einen White Chocolate Cookie Protein Bar mit reingemacht. Leute, das schmeckt mega gut. Also wenn ihr Süßkartoffeln mit irgendwas anderem Süßen kombiniert, ihr könnt dort auch einen Snickers White damit reinlegen. Das schmeckt so Bombe. Und ja, dann habt ihr sozusagen Hälfte Cheat, Hälfte Clean, kann man auf jeden Fall mal machen. Wenn ihr wissen möchtet, wie dieser Süßkartoffel-Hack funktioniert, dann schaut einfach in dem Video vorbei von mir. Ich verlinke euch das unten in die Videobeschreibung. Ja, aber jetzt habe ich Hunger und jetzt gibt es erstmal was Leckeres. Rico, was sagst du dazu? Was gibt's jetzt Leckeres? Fleisch und Fisch, auch mein erster Mahlzeit. Ich tue mir erstmal Brötchen mit Low-Fat-Käse und Exquisa Fitline, kennt ihr auch aus deren Videos. Und ja, Mann, dann gönne ich mir Sucuk. Und Fleisch und Fisch, Garnelen, dies, das. Und Shisha natürlich. Erstmal Shisha und dabei Brötchen essen. Shisha darf man nicht einfach so ausgehen lassen, ohne zu ziehen. Guck mal, Baby. Du bist on the line. Noch nicht, aber bald. On the line. Ich mach das heute so lange. Rico, gib ihm mal was. Er will Liebe. Ey, Digga. Ich weiß ja nicht. Freunde, da bin ich wieder, Wenke ist gerade arbeiten. Jetzt mal aus einer etwas ungewohnten Perspektive. Und zwar haben Wenke und ich uns dagegen entschieden, noch zum Festival zu gehen. Wir sind erst mitgefahren, standen auch mit in der Warteschlange. Aber so wie wir das mitbekommen haben, haben die Leute da bis zu 3 Stunden gewartet, bis sie dann endlich aufs Festivalgelände konnten. Und da ich ja halt Rückenprobleme hatte, beziehungsweise immer noch leichte Rückenprobleme habe, haben wir uns einfach dagegen entschieden, denn dort in der prallen Sonne, ich glaube es waren 27, 28 Grad, da mit meinen Rückenschmerzen die ganze Zeit stehen, nicht anlehnen können, nicht hinsetzen können, da haben wir uns einfach gegen das Festival entschieden.
Schade drum um die Tickets, um das Geld, was wir dafür bezahlt haben. Aber mir ist meine Gesundheit auch irgendwo wichtiger. Und es hätte mir wahrscheinlich auch gar keinen Spaß gemacht, wenn ich den ganzen Tag mit Rückenschmerzen auf dem Festivalgelände rumgelaufen wäre. Deswegen haben wir gesagt, okay, hey, lass uns zurückfahren, lass uns nach Hause fahren. Wir machen uns dann einfach nochmal einen gemütlichen Tag und machen sozusagen das Beste draus, damit ich mich auch schonen kann. Ja, was soll ich sagen? Es wird auch noch weitere Festivals geben, ne? Es ist ja sozusagen nicht das letzte Festival. Wir werden auch aufs Perukaville gehen. Also Leute, falls jemand von euch auch zum Perukaville kommen wird, wir freuen uns schon drauf. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen, sprecht uns ruhig an. Es wird mega geil. Ich bin mit Rico dort, mit Philipp dort. Es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Wochenende. Deswegen kann ich das Ganze verschmerzen, dass ich jetzt nicht auf dem Festival gewesen bin. Ich denke mal, ihr fragt euch auch, was ich überhaupt gemacht habe und warum ich jetzt gerade Rückenprobleme habe. Also, es ist passiert im letzten Beintraining, das ich hatte. Ich habe einfach die Stange aus dem Reg rausgehoben. Ich war schon im fünften Satz, ich war schon warm, es waren saubere Squats. Ich hatte nicht zu viel Gewicht draufgeladen, sondern ein Gewicht, mit dem ich so 8 bis 10 Wiederholungen easy machen kann. Ich glaube, es waren 130 Kilogramm aufgeladen. Und ich habe einfach das Gewicht rausgenommen aus dem Reg, bin einen Schritt zurückgegangen, wollte mich in Stellung bringen und auf einmal habe ich gemerkt, scheiße, da zieht ein Schmerz durch meinen unteren Rücken. Und ich weiß nicht, was es gewesen ist, auf jeden Fall habe ich dann das Gewicht wieder zurück ins Reg gebracht. Danach habe ich etwas von dem Gewicht von der Stange genommen und habe dann nochmal versucht, irgendwie was zu machen, aber es ging einfach nicht. Ich habe dann das Training abgebrochen, ich habe noch kurz Waden gemacht und habe es dann für den Tag sein lassen. Am nächsten Morgen konnte ich kaum aufstehen. Ich hatte mega, mega Rückenschmerzen. Jetzt ist das Ganze schon mittlerweile 5 Tage her. Es geht mir viel, viel besser. Ich werde wahrscheinlich noch keine Kniebeugen machen können. Ich war auch noch nicht beim Arzt gewesen, weil durch das Wochenende und durch die Feiertage habe ich das nicht ganz geschafft. Aber ich denke mal, dass es auch ohne Arztbesuch, sage ich mal, gut gehen wird. Ich glaube, es war einfach nur, dass mir ein Nerv rausgeflogen ist oder irgendwie etwas. Auf jeden Fall konnte ich deswegen nicht mehr meine Kniebeugen zu Ende bringen. Ich werde jetzt einfach eine Woche lang es nur auf Beinpresse oder sowas verschieben. Sozusagen, ich werde versuchen, ein bisschen Freestyle zu machen. Und dann schaue ich mal, wie sich das Ganze entwickelt. Boah, das ist ganz schön heiß, Leute. Ich glaube das gar nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt der Stand der Dinge. Dann nur, damit ihr auf dem Laufenden seid, mal ein etwas ungewohnter Vlog. Aber am Donnerstag wird schon der nächste Vlog kommen. Der ist schon abgedreht und zwar waren meine Eltern am Sonntag zu Besuch bei uns. Und wir nehmen euch mit durch den Tag, deswegen schaltet Donnerstag wieder ein. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog zumindest gefallen hat. Jetzt habt ihr wieder ein paar Informationen, seid up to date. Und so langsam wird es hier ganz schön heiß in der Bude. Auf jeden Fall beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einfach einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis dann, ciao.